Willkommen bei Minecraft, da bin ich wieder. So, jetzt kommt der Test, ob es funktioniert hat mit den Speichern. Ob ich die Mauer nicht nochmal bauen muss. Die Mauer muss weg. Bin ich glücklich. Also, beim letzten Mal hatte ich 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Drei, drei, sieben. Gut. Ja, Kannst du Monster ausmachen, dann nerven die nicht so. stimmt, die könnte ich ausmachen. Aber ich könnte auch mal auf den Tag schalten, weil dann könnte ich schon mal sehen. Ja, und, ja, wir fangen wir schon die ersten an. Drei, drei. Super, funktioniert. Dann kommt das jetzt hier. Übrigens, eine Monsterfalle werde ich in dieser Welt auch erstellen. Bionalu hat mich heute an was erinnert, was ich damals mal gemacht habe. Wie ich zwei verschiedene Monsterfallen erstellt habe. Einmal da, wo man sich selber quasi sich die XP-Punkte holen kann. Und einmal, wo man gar nichts machen braucht, wo man dann quasi nur die Wertgegenstände holen kann. Außer bei den Spinnen, die muss man dann immer wegkloppen. Aber das mache ich dann später mal. Erstmal muss das mit den Mods hier funktionieren. Ob ich dauerhaft auf Mod arbeite, also ja, auf Mods, weiß ich nicht. Weil die stellen sich immer sehr, ja, spontan ein, ob sie funktionieren möchten oder nicht. Gut. Ja. Nicht wundern, wenn ich zwischendurch mal ein bisschen abspeichern muss, dann aus dem ganz einfachen Grund, ich habe keine Lust mehr, alles doppelt und dreifach zu machen. Das habe ich jetzt oft genug gemacht. 3, 4, 5, 6. 7. Müsste jetzt übereinstimmen, genau. Jetzt müssten wieder 7, 3, 4, 5, 6, 7. Genau. Jetzt müssten wir 6 sein. 3, 6, 7. Und dann müsste von der Wand wieder auch 6 sein. 3, 6, genau. Gut. Die Mitte ist quasi, muss ich schauen. Hier. Gut. Das ist schön. Nimmt Gestalt an. Gefällt mir. Diese Welt werde ich auf jeden Fall regelmäßig abspeichern, damit ich dann noch was davon habe. Und zwar über längere Sicht. Ob ich die Welt in Minecraft, wenn ich den Technik-Launcher mal nicht mehr haben sollte, auch in Minecraft einfügen kann, ist fraglich, weil es zwei unterschiedliche Versionen sind. Oh. Jetzt habe ich mich verbaut, weil ich so viele quatsche. Jo, dann werde ich jetzt mal kurz abspeichern. Mal gucken, aber es macht. Gut. Und wieder rein. Sicher ist sicher. Ach, schön. Gut. Das wird quasi wie in der einen Welt, wo ich dieses Ding gebaut habe und gezeigt habe, wo dann aber dieser gigantische Gummibaum kam und mir die Welt zerschrottet hat. Gut, ich habe auch daran beigetragen, indem ich einfach überall Lava ausgesetzt habe und nicht nur wenig und alles voller TNT. Dann wollte die Welt nicht mehr.
Das waren einfach zu viele Blöcke, die die Grafikkarte aufbauen musste, mit dem Java nicht zurechtkam. Obwohl ich schon 8 GB Arbeitsspeicher hier drauf hatte. Ist schon eine Menge für Minecraft. Allein nur für dieses Spiel. 8 GB. Die restlichen brauche ich auch noch fürs System. Nimmt Gestalt an. Die Beleuchtung wird erst im Schluss angemacht. Dann, ja, was soll man sagen? Wenn das Dach drauf kommt. Aber erstmal werde ich mit Fackeln arbeiten, die kann ich später immer noch wieder abbauen. Ganz klassisch, deswegen nehme ich auch diesen klassischen Block, außer dem Boden, der ist natürlich nicht klassisch, gibt es in Minecraft selber nicht. Aber ich kann ja mal rüber fragen, was man noch so bauen kann. Eine Pyramide. Also Bionalo sagte mir gerade eine Pyramide. Ein weißes Schloss im Himmel. Ein weißes Schloss im Himmel. Ein Kindergarten für die Dorfbewohner. Oh, Kindergarten oder eine kleine Schule. Eine Schule will ich sowieso bauen, die wird auf dem Land gebaut. Direkt neben dem Bauernhof? Also wie gesagt, auf dem Land werde ich die Schule bauen, eine Kirche und einen Bauernhof. Und die werden alle in Richtung Berg entstehen, alle in eine Richtung. Also ich werde die Straße weiterbauen und an der Straße eben alles ranbauen. Und die Straße führt dann auch zum Wasser, direkt zu dem Wohnhaus, zu der Einkaufshalle, zu meinem Haus und zum Autohaus. So, jetzt wird es wieder dunkel. Jetzt sehe ich wieder alles. Oh, ist das schön. Ich muss nicht mehr ewig ins Bett. Und da man bei der Aufnahme sowieso etwas weniger, also dunkler sieht als ich hier auf dem Monitor, ist das ganz gut, dass ich auf hell schalten kann. Oh, bin ich nur noch eine Säule. Und dann muss ich aber auch wieder abspeichern. Mit der ganzen Arbeit nicht umsonst passiert ist. Das stand nämlich schon alles hier. So wie es ist. Und da stand sogar noch mehr. Und zwar hier. Das Tor. Ich habe eine Tür. Die muss wieder runter. Dann muss ich Lamp. Ich hatte vorher diese orange Lamp. Muss ich schauen, ob ich das mache oder nicht. Ich werde jetzt mal die blaue Lamp nehmen. Die blaue Lampe. So, dann kommt hier eine Doppeltür rein. Gefällt mir, obwohl es ein bisschen aufdringlich ist. Deswegen reichen zwei Beleuchtungen. Man muss sich alle aktivieren. Und im Endeffekt sieht das dann, wenn man dann alles so fertig ist, werden die alle ja angeschaltet, aber es werden auch wieder einige abgerissen, weil nur die Wege sollen beleuchtet werden. Und deswegen habe ich schon Dreierteile, weil hier eben die Gänge gemacht werden. Wenn ich jetzt hier was hinmache, das geht, okay. Gut, das würde funktionieren. Ja, dann melde ich mich mal in der nächsten Folge. Da setze ich dann überlege ich mir aber, ob ich erstmal höher baue oder ob ich die Mauern baue oder die Wände. Gut, bis dahin noch viel Spaß. Tschüss.